Everybody can rock a boogie. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Au. Au. Sag mal. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich möchte mal zielen. So, da. So. Okay. Das hat doch schon mal geklappt. Hallo erstmal. Und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Doom und ich muss sagen, das war jetzt ein sehr direkter Einstieg. Ich habe schon irgendwie einen Hauch von Vorgeschichte erwartet. Das ist, überraschend direkt. Okay, so springen wir, gut. Na gut, Doom. Ja, was soll man über Doom groß sagen? Doom ist Doom. Ja, die Höllensymbolik ist auf jeden Fall gegeben hier. Grundstory ist ja Marsbasis, öffnet aus Versehen Höllenportal, Dämonen kommen durch und Tod und Verderben. Boah, wir bewegen uns aber wirklich schnell hier. Dieses Spiel fühlt sich jetzt schon relativ oldschool an. Halt, nein. Welche Taste? R3. Gut, drücken wir R3. Guten Morgen. Wer bist denn du? Wir werden uns darum kümmern. Dann ist ja gut. Wer zur Hölle ist Olivia Pierce? Das stand da zumindest gerade in den Untertiteln. Das ist wirklich ein sehr direkter Einstieg, ne? Aber hey, Leute, wir spielen Doom. Das hat doch schon mal was. Doom steht schon lange auf meiner Liste. Ich war schon kurz davor, Doom 3 zu spielen. Als Let's Play, bis mir da klar geworden ist, hey, das neue Doom kommt doch raus. Dann fang doch einfach mal damit an. Oh, ist das unser Kampfpanzer hier? Ob wir noch eine erklärende Hintergrundstory kriegen oder ob das wirklich so ein Oldschool-Spiel ist hier. Wo einfach in diese Thematik reingesetzt werden und das wird erwartet, ja, puzzelt dir das alles halt selber zusammen. Ich bin hier ein Shooter, scheiß auf die Story quasi, wisst ihr? Bei vielen Leuten ist ja Doom 3 nicht so gut angekommen. Ich muss sagen, ich fand's klasse. Gerne mehr davon. Eine Dämoneninvasion im Gange. Jawohl. Ja, alles nicht verfügbar. Das Satellitensystem offline. Das ist ja doof. Interessant ist es, dass dieses Satellitensystem eine Dämoneninvasion im Gange feststellen kann. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resops-Satellit wieder online ist. Ja, okay. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden.
Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Halt, Codex-Eintrag. Es gibt Codex-Einträge. Artefakte, Doom Marine. Der Prätorenanzug. Neben dem Doom Marine wurden weitere Relikte im Grab gefunden. Einige Beschwörungstafeln und ein alter Kampfanzug, der den Namen Prätorenanzug erhielt. Bei seinem Fund befand sich der Anzug in einem mit Inschriften versehenen Steinsarg. Er wurde aus dem Stein befreit, gereinigt und verschiedenen Belastungstests unterzogen, bei denen festgestellt wurde, dass er nahezu unzerstörbar ist. Der Anzug hat offenbar auch mechanische Funktionen. Kleine Rezeptoren an den Händen und der Brustpanzerung ziehen Argentplasma an und verteilen es durch ein feines Leitungssystem im gesamten Anzug. Die Abzeichen auf der Rüstung decken sich mit den Darstellungen eines Mannes oder Humanoiden, der auf mehreren Tafeln und Steinbildern zu sehen ist, die während anderer Expeditionen entdeckt wurden. Der Helixstein ist mit den gleichen Markierungen versehen. Zwar ist offensichtlich, dass der Anzug auf eine Weise aktiviert werden kann, aber welche das ist, wurde bisher nicht herausgefunden. Scheinbar fehlt eine Komponente, vermutlich sogar der Doom Marine selbst. Okay, ich schließe jetzt mal aus diesem Eintrag hier und aus der Tatsache, dass diese Dämoneninvasion hier doch so relativ als normal hingenommen wird und der Tatsache, dass in offiziellen In-Game-Dokumentationen über die Vergangenheit der Doom Marine erwähnt wird, dass das hier mehr oder weniger als Fortsetzung des originalen Doom gesehen wird und man den Doom Marine quasi als ausgebuddelt hat, Relikt der Vergangenheit, irgendwie sowas in der Art. Totaler Schwachsinn eigentlich, aber diese Daten befinden sich im Kadingir-Heiligtum, ja, wie auch immer. Wie komme ich denn jetzt da? Ah, ja, Waffen. UAC EMG Seitenwaffe Kills 3. Jeder UAC-Mitarbeiter erhält standardmäßig eine UAC EMG Seitenwaffe, Energie-Materie-Gel, sobald der Stufe 2 oder höher angehört. Diese Seitenwaffe ist zuverlässig und wirkungsvoll auf kurze Entfernung. Ein Gravitationsdynamo im Schaft lädt einen Kondensator, sobald sich der Träger bewegt. Wird die Waffe abgefeuert, verdichtet der Kondensator bis zu 4 Megawatt an Argent-Energie zu einem festen Plasmagel, das auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt wird. Das Gelgeschoss hat beim Aufprall eine ähnliche Wirkung wie konventionelle Munition, sodass die Waffe in der Handhabung einer normalen Schusswaffe gleicht. Die Waffe besteht aus wärmeableitenden Metalllegierungen, sodass sie in kurzen Abständen entladen werden kann, ohne zu überhitzen oder die Zielgenauigkeit zu beeinträchtigen. Der Kondensator der EMG-Pistole kann außerdem verbessert werden, um die Energie in einem großen Impuls zu bündeln und so eine hohe Mannstopp-Wirkung zu erreichen. Okay, so, was haben wir jetzt hier oben noch? Prätorenanzug-Verbesserungen. Im Reiter Prätorenanzug kannst du deinen Anzug auf verschiedenste Weise verbessern. Investiere deine Prätorenanzug-Marken in verfügbare Verbesserungen und sieh dir die Voraussetzungen für weitere freischaltbare Kategorien an. Denn diese Prätorenanzug-Marken, die werden hier bestimmt überall rumliegen, da wir ja den Prätorenanzug gerade erst aus einer alten Ruine, aus einem Steinsarg befreit haben und eigentlich keine Ahnung haben, wie das Ding funktioniert. Ja, okay, also es gibt ein Level-Up-System. Was haben wir hier? Arsenal-Waffenpunkte. Im Reiter Arsenal werden verfügbare Waffen und Mods angezeigt. Auf diesem Bildschirm kannst du Waffenpunkte ausgeben, um deine Mods zu verbessern und deinen Spielfortschritt in verfügbaren Waffenmeisterschaften zu verfolgen. Da muss ich auch Punkte investieren. Das sind aber andere Punkte. Okay. Auch Reiter-Mission. Oh, es gibt eine Minimap. Obwohl, so mini ist die gar nicht. Felddrohnen, Elite-Wachenwelt. Ah, da gibt es ein Echo. Ach, das ist das, was wir schon aktiviert haben da. So, lese ich das richtig, dass es hier 3 Extras gibt? Ja, okay, auf jeden Fall. Schon ganz interessant. Gut.
Wir spielen Doom und zwar wirklich so in Anlehnung an das klassische Doom. 65 Lebenspunkte haben wir. Also das fühlt sich wesentlich mehr Retro und Arcade an als Doom 3 zum Beispiel. Was auf jeden Fall aber auch auf meiner Liste steht. Weil ich einfach finde, dass das ein sehr geiles Spiel ist. Wow. Ja, man hat jetzt wieder ein paar Tage nichts von mir gehört. Das hat allerdings auch einen Grund. Und zwar hatte ich eine kleinere OP hinter mir. Steht auch noch eine OP an. Aha, wenn ich jetzt ziele, lädt er auf. Wahrscheinlich dieser Superschuss. Ich habe auch immer noch so ein paar Probleme mit dem schmerzfreien Sprechen und Schlucken. Ich habe mir gedacht, ich fange es trotzdem mal wieder an. Glory Kills. Fügst du einem Dämon Schaden zu, wird er benommen, was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. Bewege dich an ihn heran und drücke R3, wenn die Markierung orange wird, um einen Glory Kill auszuführen. Du kannst Dämonen aus verschiedenen Winkeln angreifen, auch von oben, um unterschiedliche Glory Kills auszuführen. Durch einen Glory Kill hinterlässt ein Dämon immer Gesundheit. Fatality. Klunk. Glory Kill! Au! Glory Kill! Ja, das mit dem Glory Kills hat's vollgebracht. Jetzt habe ich weniger Gesundheit als vorher. Scheiße, ey. Wunderbar. Hat ja definitiv funktioniert. Ich bin halt ein Held. This is my boomstick. Kampf Schrotflinte. Oh, es gibt schon wieder so viele neue Einträge. Ich muss echt häufiger ins in den Kodex gucken. Die USC Schrotflinte verschießt Hochgeschwindigkeitsschrot, um beim Gegner maximalen Schaden zu bewirken. Bestens geeignet für Kämpfer, die eine schnelle Antwort für tödliche Nahkämpfe suchen, verliert die Waffe auf große Entfernungen ihre Wirkung. Sie besteht aus einer hochwertigen Titanlegierung, die für maximale Zuverlässigkeit, Wiederholrate und Stabilität sorgt. Tutorials, ach, das Glory Kill-Ding, das interessiert doch keinen. Monster Besessener. 8 getötet, 3 davon mit einem Glory Kill. Besessene werden durch Lazarus-Wellen erschaffen. Ein Phänomen, das erstmals von Dr. Olivia Pierce während ihres Lazarus-Projektes beobachtet wurde. Zwar sterben die meisten Betroffenen, wenn sie Agent-Bio-Wellen ausgesetzt werden, manche nehmen aber Spuren der Agent-Energie auf und zeigen in der Folge posthume Aktivität. Trotz einsetzender Nekrose an den inneren Organen, mit Ausnahme des Gehirns, bleibt das Subjekt aktiv und zeigt auch Wochen und Monate nach dem klinischen Tod eine grundlegende Intelligenz. Die Hirnaktivität ist bei Besessenen allerdings auf instinktive Verhaltensweisen beschränkt. Treffen Besessene auf Lebende, zeigen sie ein ausgeprägtes Territorialverhalten. Werden Besessene isoliert, treten sie oft in eine Art Dämmerzustand, der auch längere Zeit anhalten kann. Sie stehen Tage und Wochen lang regungslos herum, bis sich ihnen eine lebende Nahrungsquelle bietet oder sie von einem Feind bedroht werden. Werden die Besessenen in kleinen Gruppen gehalten, legen sie ein interessantes Verhalten an den Tag. Sie schleifen menschliche Leichen an eine zentrale Stelle in ihrem Gehege und führen ein stilles Ritual an diesem Leichenhaufen durch. So entsteht offenbar die Vorstufe eines Blutnests. Dieses Verhalten muss durch telepathische Befehle eines höherrangigen Dämons gesteuert werden, da die Besessenen nicht über ausreichend Hirnaktivität für derart komplexe Handlungen verfügen. Die Besessenen führen diese Handlungen selbst dann aus, wenn ihnen Gliedmaßen entfernt oder ein Pavlovscher Schmerzgeber implantiert wurde, was die Theorie stützt, dass sie willenlose Sklaven sind, die eine entscheidende Funktion im Lebenszyklus der Dämonen erfüllen. Die Besessenen schaffen Brutstätten für neue Dämonen und dienen nach ihrem Ableben als Grundlage für weitere Blutnester. Ah, ja. Was ist hier passiert? Ach so, eine neue Waffe fürs Aufrüsten.
So, wir fahren mal ein bisschen raus hier aus der Karte. Die Karte werde ich öfter mal checken, weil hier ja offenbar allerlei interessantes Zeug eingetragen wird, was ich sonst eventuell verpasse. So, und Jumpscare! Nein. Ist das ein Imp? Bist du ein Imp? Du bist ein Imp, oder? Immunsystem ist gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Ja, das war ein Imp und ich habe schon wieder auf die Fresse gekriegt. Das ist kein gutes Zeichen. Imp. Diese wilden und gewandten Dämonen finden sich überall in der Hölle und werden in allen Dimensionen oft für die ersten Angriffsreihen eines konzentrierten Angriffes genutzt. Sie lieben die Schlacht und tun sich an ihren Opfern gütlich, wenn der Hunger sie überkommt. Der Imp ja so ein bisschen das absolut klassische Monster aus den Doom-Spielen. Ah, ich muss echt so ein bisschen hier an der Steuerung arbeiten. Ich krieg viel zu oft aufs Maul. Das ist nicht gut für später dann. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, alles gut. Ah, hatte ich das nicht weiter rausgezoomt? So. Vernichte das... Oh Gott, da ist ein Blutnest. Was auch immer ein Blutnest ist, aber es klingt nicht gut. Moin, Leute. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Bumm. Au! Alter. Ist das dein Ernst gewesen gerade? Bums. Kabums. 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 Ah, da bist du. Wie bist du da hingekommen? 5 Punkte. Wow. Eigentlich wollte ich. Wie wechselt man die Waffe? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Ja, ja. Waffe wechseln? Man würde wohl irgendwie die Waffe wechseln können, oder? Ah, man kann sich ducken. Gut. Waffe wechseln. Okay, da haben wir es, ja. So, zerstören wir mal das Blutnest. Kavammen! Okay, vielleicht die orangen Pusteln hier an der Seite. Auch nicht. Diese Geräusche, die ich hier höre. Oh, ist das Munition? Nein, das ist Rüstung. Okay. Ja. Maul mal nicht rum hier. Im Moment ist alles gut. Was haben wir hier noch? Das war Munition. Okay. Ja, ich muss das alles erstmal so ein bisschen zuordnen lernen. Boah, ist das Retro hier. Dieses Spiel ist so richtig retro. Auch wenn es ein top aktueller Titel ist. So, was haben wir hier oben noch? Noch mehr Zeug zum Einsammeln. Aber Gesundheit ist auf Maximum. Munition auch. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Moment. 20 Schuss sind das Maximum für die... Was ist das für ein Scheiß? Kann man das upgraden? Finde eine Felddrohne. Ach, leck mich doch. Wie soll ich denn da hinkommen? Kann ich sprinten? Ah, ich kann klettern. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, solche Sachen jetzt zu erfahren und zu wissen, ne? Was sagt denn die Karte eigentlich? Die Karte sagt, deine Mitte ist ein Ziel. Ja. Dann ist das Echo, das kennen wir ja schon. Und durch die Tür geht es dann weiter. Notfallabriegelung. Ja, das hätte man sich eigentlich denken können. Okay, muss ich da jetzt nah dran? Oh Gott.
Dämonen, Dämonen, Dämonen. Wow. Haha. So, da war doch noch einer. Mindestens einer. Wow. Halt. Hier, komm, stirb. Gesundheit. Wow. So, nett von dir. Okay, so. Da war doch aber noch einer. Da ist noch einer. Kamehameha oder was sollte das gerade werden? Wir sind hier nicht bei Dragon Ball. Das hier ist Doom. Wir nehmen uns ernst. Dämonenpräsenz gefährlich. Wow. Abregelung abgeschlossen. Meine Rüstung ist im Arsch. Ja, Penner. Alter. Wow. Okay, dieses Spiel ist schnell. Definitiv. So, der hat mir voll in die Fresse geheimert eben. Ich versuche in Bewegung zu bleiben, weil es relativ schwierig finde, den Schüssen auszuweichen. Wo seid ihr denn? Da seid ihr ja. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Au! Das meine ich. Dämonenpräsenz eliminiert. Ich brauche Heilung. Aufgehoben. Danke. So, Munition. Was ist denn da drüben noch? Guck mal, Rüstung. Ah. Achso, ne, doch 15. Passt. Haben wir noch mehr Heilung? Ja, haben wir. Ich meine, warum nicht? Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal hin zurückkommen. Das liegt doch ganz gut. Fast. Ja. Also das kann auf jeden Fall noch heiter werden. Das ist ein sehr schnelles Spiel, da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Vor allem so im Vergleich zu Doom 3. Das hat ja doch einen relativ langsamen Einstieg im Vergleich dann doch, ne? Und noch ein Codex-Eintrag. Ja, haben wir. Okay. Blutnester. Studien des Verhaltens von Dämonen in unserer Dimension haben gezeigt, dass sie nicht nur auf reine Vernichtung aus sind. Ihr Handeln scheint einem Ziel zu dienen. Wenn ein Dämon Beute macht, bringt er das Opfer zu einem provisorischen Zeremonienort, wo mit dem Haufen aus Blut und Überresten arkane Rituale durchgeführt werden. Wurden genug Leichen gesammelt, wird der Zeremonienort zu einem Blutnest. Diese besitzen durch die Rituale Höllenenergie und dienen als eine Art Nabelschnur zur Hölle. In der Nähe von Blutnestern ist äußerste Vorsicht geboten. Greift man das Nest oder die Dämonen in der Nähe an, wird eine Art Alarm ausgelöst und das Nest zieht weitere Dämonen aus der Hölle in unsere Dimension. Ja, das habe ich gemerkt. Dit habe ich gemerkt. Das sind relativ... Boah! 36 Monstereinträge. Das ist irgendwie cool. So, nochmal auf die Karte gucken. Nicht, dass wir irgendwas verpassen hier. Weil das sieht irgendwie so nach Levelende aus. Und so retro wie dieses Spiel ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch in Level unterteilt ist hier. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles außer Kontrolle geraten, ja. Aber es war das Risiko wert, das versichere ich. Welcome to Mars, Marine.